20 Jahre lang das Aushängeschild des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Auf Du und Du mit den ganz Großen. Er war es, der Helmut Schmidt Schachspielen beibrachte, überhäuft mit Fernsehpreisen. Doch dann, wie aus dem Nichts verbreitet Spencer plötzlich wirre Verschwörungsvideos bei Telegram. Spencer wirkt müde, gehetzt. Wie konnte er sich so ins Ausschießen? Die Chronik eines Niedergangs. Hallo Leute, von A bis Z, von 1 bis 100, von Norden bis Süden, von Ost bis Westen. So haben ihn seine Fans in Erinnerung. Eine Fernseh-Ikone für eine ganze Generation. Doch Spencers Traumehe mit Tiffy aus der Sesamstraße endet in einer schmutzigen Trennung. Der Rosenkrieg zweier NDR-Superstars, den Tiffy am Ende gewinnt. Hallo Spencer sagt Tschüss und verschwindet von der Bildfläche. Er versucht sein Glück als Autor von Fleischkochbüchern. Spencer hält sich mit traurigen Werbedeals für Vorstadtmöbelhäuser über Wasser. Das vorläufige Ende einer Fernsehkarriere. Doch dann die Wende. Völlig überraschend lädt Pro7 Spencer ein in die Jury von The Masked Singer. Seine Mega-Chance zum Comeback. Doch während laufender Dreharbeiten verlässt Spencer die Show. Grund dafür sei Angela Merkel und ihre groben Verstöße gegen die Verfassung. Pro7 prüft rechtliche Schritte. Spencers Manager Elvis bricht in einer Sondersendung einer kleinen miesen RTL-Type in Tränen aus. 500.000 durchgeballerte Handpuppenfans folgen Spencer inzwischen bei Telegram. Dort ruft er auf zum bewaffneten Widerstand gegen die aus seiner Sicht unmenschliche Abstandhygiene-Alltagsmaske-Regel. Ist dies das endgültige Ende eines gefallenen Stars?